Spitze. Da ist der Thomas Kugi am Tenorsaxophon. Jazzfestival komponierte oder komponierter Opener von Daniel Nösig, der in origineller Weise heißt Jazzfestival 2016. Thank you.
Und zwar ist das der 15-jährige Andrew Stetsiuk. Applaus für Andrew. Einen Oscar Peterson, der da heißt I'm Old Fashioned.
Sports, dafür aber in der Musik wollen sie es ins Spitzenfeld schaffen. Im Jazz, da sind gestern wieder junge Talente im Rampenlicht gestanden. In St. Pölten beim MM Jazz Festival, das inzwischen zum 11. Mal in der Landeshauptstadt über die Bühne gegangen ist. Entdeckt hat die 16 Nachwuchskünstler niemand geringerer als Jazzgröße Marianne Ment. Peter Janisch und Theresa Müllner sorgen für viel Drive beim MM Jazz Festival. Sie zählen zu den 16 jungen Nachwuchskünstlern, die Marianne Ment entdeckt hat. Wir merken es eigentlich noch 8 Takten, merken wir schon, was los ist. Das merkst du. Das ist das Timing, das Feeling, das Phrasing, also die wunderbaren Auflagen oder Gebote im Jazz, die du haben musst. Wunderbar. No one to walk with all by myself. No one to talk with, but I'm happy under the shell. In misbehaving, I'm saving my love for you. Eine super Erfahrung, weil es sind extrem gute Musiker und das hat man nicht so schnell die Chance, also mit so wem musizieren darf. Einer davon, die Jazzgröße Harry Stoiker. Er lebt den Jazz und Nachwuchstalenten gibt er den Rat. An sich zu arbeiten, sie von schlechten Kritiken nicht runterzahlen zu lassen, das ist ganz wichtig, aber auch daraus lernen. Was man daraus nehmen kann, sollte man sie nehmen und den Rest vergessen. Sehr konzentriert an seiner Karriere arbeitet auch Jan Cismaja, der junge Pianist aus Slowenien. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich über Musik zu lernen und zu wissen, über alle Arten von Musik und ihre Themen. Und dann werden wir sehen, was passiert. We'll see what happens. Ganz sicher, wie es mit ihm weitergehen soll, das weiß der jüngste der Nachwuchstalente. Musik ist für mich absolut wichtig. Sie ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen will. You're sure? Yes, I am. Dieses Selbstbewusstsein und die Kraft, die ihnen ihre Musik gibt, die zeigten an diesem Abend beim MM Jazz Festival alle jungen Talente.